Zeit, glaube ich, ist das ein bisschen also, eigentlich ein Rückblick über die Silvestergespräche vom Frühjahr. Ich lasse mich überraschen. Sind nicht die Ersten, sind die Dritten oder Vierten. Und ich erwarte mir ein bisschen Rückblick auf die Vorschau vom letzten Mal. Also wenn mir jemand in einem Jahr sagen würde, also von der neuen Geschäftsführung, da merkst du frei gar nichts, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Also wir haben das heute auch schon einmal in der Gesprächsrunde gehört, man muss rennen und rennen, um am Platz zu bleiben, wo man heute ist. Und es muss sich einfach viel verändern, damit es so bleibt, wie es ist. Ich sehe, dass da eine unglaublich große Leistung erbracht wurde in den vergangenen Jahrzehnten. Und zwar, glaube ich, von allen Mitarbeitern, aber natürlich unter der Führung eines Begeisterten und von jemandem, der wirklich aus der Inspiration auch heraus gehandelt hat. Und ich traue das auch der neuen Führung zu. Die neue Führung hat einen anderen Stil, auch einen sehr charismatischen, eigenständigen. Und ich sehe natürlich schon, dass der Bankensektor vor großen Umbrüchen steht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass trotz aller Umwälzung, die heute existiert, ein bestimmter Grundkonsens von vernünftigen Menschen noch da ist, wo man sich auf Werte einigt, die elementar sind und die nicht verändert werden können und an denen man sich orientieren kann in allen Lebenslagen. Letzten Silvestergespräche, das war super. War super, es war emotional geladen, klarerweise. 25 Jahre Rückblick Raiffeisenkasse Bronneck, kommen viele Bilder, es kommt das letzte Jahr auf. Was hat dich besonders gefreut, was hat dich geärgert, was hat dich in den letzten 5 Jahren besonders gefreut, die letzten 10, 20, aber es war eine tolle Zeit. Ich konnte mich in der Raiffeisenkasse Bronneck verwirklichen. Und das ist, wenn ich so zurückschaue, etwas, das ich mir insgeheim erhofft, aber nicht erwartet hätte. Ja, natürlich zum Ersten sicherlich die große Persönlichkeit von Anton Koster, der die Raiffeisenkasse Bronneck zu einer Vorzeigegenossenschaftsbank in seinem Wirken entwickelt hat, vor allem in seiner ganz besonderen Art und Weise, immer wieder auf die Menschen zuzugehen. Und ich denke, dieser heutige Abend hat das einfach auch widergespiegelt. Ich glaube, ich habe es auch in meinen einleitenden Worten gesagt, dass ich die Silvester- und auch die Sommergespräche der Raiffeisenkasse Bronneck schon zu einem Fixpunkt entwickelt haben. Ich würde fast sagen, zu einer Marke, die auch eine Strahlkraft über Bronneck und das Bustertal hinaus hat. Und der heutige Abend war für mich sehr spannend, war eine sehr interessante Diskussion, wo auch einiges mit dabei ist, über das man nachdenken kann, weil der Bogen war sehr weit gespannt. Wahrscheinlich nochmals 20 Jahre im Dienst sein oder die Führung übernehmen, um das alles umzusetzen, was heute so gesprochen wurde. Sehr viele Eindrücke, sehr viele Werte. Auf alle Fälle ein Lob dem Toni Costa, der das alles so hinbekommen hat, der das gelebt hat, an was er geglaubt hat. Der Costa Toni hat das vorgelebt, was heute in den Gesprächen eigentlich umfassend gesagt worden ist. Ich bin der Meinung, dass das sehr treffend von den Referenten auch unterstrichen worden ist, dass die Art und Weise, wie der Toni die Raiffeisenkasse geführt hat, vor allem seine philosophische Order den Mitarbeitern und den Kunden gegenüber, ich glaube, das ist sehr gut unterstrichen worden und ich schätze ihn Toni sehr, weil er trotz der Notwendigkeit, eine Bank wirtschaftlich gut zu führen, hat er das treffend verstanden, die Mitarbeiter mitzunehmen, vor allem auch die Kunden zu begeistern und denen verstehen zu geben, dass sie Vorsorge treffen müssen und dass sie eben für ihr Weiterkommen
eben die Bank als Partner brauchen. Und ich glaube, es war halt sehr treffend, hat super gepasst und könnte man nicht besser machen. Wir sind mitten in einem Wandel, wobei wir Wandel positiv definieren und interpretieren, aber Wandel ist halt sehr anstrengend. Und ich bin überzeugt, dass die gesamte Mannschaft mitzieht in diese neue Zukunft. Wir müssen uns ganz sicher wandeln, es werden ganze Branchen ausradiert und Banken sind sicher auch irgendwo auf der Blacklist. Banken müssen sich neu erfinden, aber wir sind mitten in diesem Prozess drinnen und guter Dinge, dass es gelingt.